Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem brandneuen Solo. Money Glitch, Leute, ich habe heute schon einen hochgeladen, aber Leute, ihr wolltet ja einen Solo Money Glitch, der wofür alle Konsolen funktioniert, für PS3 und Xbox 360 natürlich auch, also für die Old Gen. Und genau so einen Money Glitch habe ich jetzt für euch, und zwar, der ist noch 100-mal einfacher als den, wo ich vor 3 Stunden hochgeladen habe, Leute. So, was braucht ihr für diesen Money Glitch? Ihr braucht am besten, es geht natürlich auch mit anderen Autos, aber am besten einen Buffalo S. Ich habe es hier mit dem gemacht, weil man für den Buffalo S am meisten Kohle bekommt. Hier, ich kann ihn euch nochmal zeigen am Handy. Also, ich kommentiere das hier übrigens live. Also, ich kann hier überhaupt nichts schneiden oder gar nichts. Den Glitch einfach so einfach, dass man ihn direkt live aufnehmen kann. Also, wie gesagt, für die Leute, die nicht wissen, wo der Buffalo S ist, hier unten ist der Buffalo S zu haben. Also, kostet, glaube ich, 96.000. Genau, hier der Buffalo S. Und den habe ich mir gekauft und natürlich auch voll aufgetunt. Ich habe den Glitch hier schon 2-mal gemacht. Hier könnt ihr sehen, nicht gelistet. Und hier versichert, nicht versichert. Beide Autos nicht versichert, wo ich den Glitch schon gemacht habe. Und jetzt steigen wir in unser versichertes Auto ein. Hier könnt ihr es nochmal sehen, versichert. Fahren aus der Garage raus, weil jetzt müssen wir wieder eine Mission starten. Und Leute, es ist wirklich vollkommen egal, welche Mission. Hauptsache, die Mission ist selbst erstellt. Also irgendeine Mission von einem Kumpel oder die von mir, was ich gerade benutze, die habe ich auch unten in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr die auch benutzen, wenn ihr wollt. Aber ich benutze jetzt einfach mal meine Mission. Ihr könnt jede andere benutzen, was ihr wollt. So, wenn wir dann in der Mission sind, startet die natürlich, ist klar. Hier müssen wir oben noch GTA-Rennen einstellen, dass es funktioniert. Dann starten wir das Rennen und wir müssen zum LS Customs fahren. Und nichts mehr mit Timing drücken oder sowas. Vollkommen egal, Leute. Jetzt nehmen wir natürlich das Auto, also den Buffalo S, den wir gerade aufgetunt haben, und starten das Rennen. Und dann fahren wir also in meinem Rennen hier einfach nur geradeaus zum LMs Customs. So, jetzt fahren wir einfach los und der Glitch ist wirklich ultra, ultra, ultra einfach, Leute. So, wir müssen hier ein bisschen fahren, also ungefähr 100 Meter oder so. Ich habe das Rennen hier extra gebaut, so, dass es in der Nähe vom LMs Customs und von meinem Apartment ist. So, jetzt fahren wir in das LMs Customs rein, öffnen unser Handy, gehen auf Verlassen der Mission. So, jetzt sind wir genau einen Schritt, bevor wir die Mission verlassen. Jetzt drücken wir Steuerkreuz nach rechts und R2. Und zwar durchgehend spammen, 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 durchgehen und dann sofort X drücken und nie aufhören zu spammen. Habt ihr gerade die Schrift gesehen? Das bedeutet, der Glitch hat schon funktioniert. So, jetzt kommen wir wieder in die Map, fahren aus dem LMs Customs raus und sehen, das Auto ist dupliziert auf der Minimap da unten. Könnt ihr das ganz genau sehen. Mein Originalauto steht da drüben, da fahren wir natürlich auch gleich hin. Und der Glitch ist fertig, Leute. Ein mega, mega Hammer-Glitch. Leute, ist wirklich ultra. Jetzt müsst ihr dieses Auto bloß noch in eure Garage stellen. Hier ist das andere, das wo noch versichert ist. Und das, was ich fahre, ist das Duplizierte. Und es ist nicht versichert. Das könnt ihr jetzt verkaufen. Oder wie in meinem Fall, in die Garage stellen. Und ich mache den Glitch gleich nochmal, weil es wirklich so ultra einfach ist. Wirklich ultra einfach. Und ich habe noch eine kleine morgen kommt ja also mein FAQ-Video, wo mir die YouTuber sozusagen die Fragen stellen. Das wisst ihr ja bestimmt alle. Und demnächst kommt noch ein fettes Projekt, wo ihr auch alle gerne mitmachen könnt. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da wo ihr mal draufklicken könnt
und euch mal durchlesen könnt, was es Neues auf meinem Kanal gibt, welche neue Serie. So, jetzt ersetzen wir hier das Auto. Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr noch Platz habt, aber ich hatte hier keinen Platz mehr. Und jetzt haben wir 4 Buffalos und können sie verkaufen. Ich finde diesen Glitch mega nice und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder ein Abo. Dann bin ich mal raus. In diesem Sinne, euer Matrix. Haut rein. Ciao, Leute.